Der frühe Samstagmorgen beginnt für viele Haushalte im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ganz dunkel. Rund 15.000 Haushalte haben keinen Strom. Grund ist ein Feuer an einer Versorgungsbrücke über einer Bahnstrecke. Bei dem Brand wird auch eine Frischwasserleitung beschädigt, weshalb die Flammen sich nicht groß ausbreiten. Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Energieversorgers, der Wasserbetriebe und der Bahn sind vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei muss von einem Brandanschlag ausgegangen werden. Der Staatsschutz und die Spurensicherung ermitteln. Bis in die Morgenstunden waren noch einige Haushalte weiter ohne Strom. Gegen 9 Uhr twitterte das Stromnetz Berlin, dass die Behebung der Probleme sich noch hinziehe. In Berlin hat es schon in der Vergangenheit Anschläge auf die Infrastruktur gegeben. Ich habe das Gefühl, dass jemand weiß, dass es bei den Leuten ist, wie das ist. Aber ich weiß schon.